Hi, jetzt sind wir in der Nähe von, wir sind endlich in Italien, in der Nähe von Ravenna bei dem Davide. Davide, das ist ein Mensch, der lässt einen einfach hinten in seinem Garten bei seinen Weinstöcken campen. Kostet nichts, freiwillig, klar, hat eine Spendenbox da und so. Aber sieht nicht aus, als ob er es nötig hat, so ungefähr. Und macht es einfach aus Menschenliebe. Hammer, oder? Also er hat jetzt keine Produkte hier zu verkaufen oder so, ne? Sondern der macht es einfach. Super nett, ne? Absolut freundlich. Und hier hat er dann seine Rezeption. Also hier ist die Kasse quasi. Können wir was reintun. Ne? Und wenn es gefallen hat, kannst du bei Park von Night da eine Rezension hinterlassen. Kannst du einen Äpfel nehmen und Zwille und Knoblauch. Ne? Ja, so und ja, das ist der Hammer. Ne? Hier mit Strom und allem. Also Strom kostet natürlich. Klar, Strom muss man bezahlen, 5 Euro oder so. Strom und Wasser. Aber das ist echt klasse. Und habe ich mich wiederholt, habe ich schon draußen mal klasse gesagt. Ja, hier ist so, das ist sein Wohnmobil, da fährt halt auch mit dem Camper rum. Und ja, es wird kühl jetzt im Moment noch, ist klar, ist März. Und ja, wir haben es hier einfach gut. Ja, die Woche, die war jetzt. Ja, da war jetzt nichts groß Aufregendes, super auf. Doch, Moment, klar. Vorgestern war ich auf dem Konzert. In Zug, in der Schweiz noch. Da hat ein Kumpel von mir gespielt, der Jojo Meyer heißt der. Das ist so, ja, der Verstappen des Trommels irgendwie, der Hammer. Also der ist, ich würde sagen, ja, einer der besten Trommler der Welt. Das ist unglaublich. Ist auch bekannt. Jojo Meyer. Der macht so Drum and Bass Musik. Wir sind gleichen Jahrgangs und haben einiges und laufen uns immer wieder so über die Füße seit 40 Jahren. Ist echt interessant. Ja, und wir waren halt in Deutschland erst noch. Anfang der Woche da. Und ja, da war ich zweimal hintereinander beim Tierarzt, weil da ist mir nicht klar geworden, was mit dem Einstein los ist. 350 Euro später waren wir schon schlau wie vorher. Ne? Zweimal hintereinander beim Tierarzt gewesen. Und da Penicillin gekriegt, also Antibiotika und irgendwie so Magenzeugs. Jetzt frisst er halt ab und zu, aber ja, der Einstein. Das geht ihm gut, gell? Also ist alles so weit in Ordnung. Ja. Aber ich wurde dann doch schon Schiss gekriegt. Und ja, da waren wir, wie gesagt, waren wir bei dem Konzert. Und in der Schweiz, den ersten Aufenthalt, hatten wir auf so einem Bauernhof, Hönni. Ne? Und ja, da war ganz Lustiges passiert. Also kam da an, dann habe ich schon das Auto abgestellt und der Einstein ist losgerannt, hat sich da umgeschaut. Und dann rief dann einer den Einstein mit seinem Namen. Ich sage, Mensch, hä? Hast du schon mit irgendjemandem geschwätzt? Ich hatte mit keinem geschwätzt. Da war da jemand, der den Einstein und mich wahrscheinlich auch aus dem Internet kannte, die Susanne. Die arbeitet da quasi. Und eine Berlinerin, die hier in der Schweiz arbeitet, da ist eine Tierärztin auch, die ist aus Köln. Und die macht dann mit ihrem Schweizer Mann da diesen Hof. Und klasse Gelee gekauft und Konfitüre und so. Und ja, die waren auch super nett, total unkompliziert. Kommst du da an, ja? So, du kriegst dann alles gezeigt, hier ist Wasser und da ist so und Toiletten und Kram. Und hier ist so ein Zettel und dann hast du so eine Preisliste, wo du dann ankreuzt, was du alles benutzt hast, ob du Bier gekauft hast oder Wein oder Konfitüre und wie viele Nächte gestanden hast. Dann rechnest du es selbst zusammen und tust dann mal in die Kasse. Und jetzt hier, wo wir jetzt stehen, da auf dem Parkplatz da von dem Davide, wir haben vorher da auf der anderen Seite gestanden,
hier stand vorher ein weißer Citroen, irgendwie so. Bisschen selbst ausgebaut, natürlich von einem jungen Pärchen, super nette Leute aus der Schweiz. Kamen aus der Schweiz nach Italien, haben wir dann hier Schweizer getroffen. Und die sind schon ein ganzes Jahr unterwegs gewesen. Ja, Tour de Bauernhof. Ja, da machen wir jetzt weiter. Und jetzt geht halt nach Italien. Hier ist schon ein bisschen wärmer, aber immer noch kühl. Und jetzt morgen machen wir uns dann weiter Richtung Süden. Mal gucken, wie weit wir fahren. Vielleicht bis nach Sizilien. Keine Ahnung. Über Tipps bin ich total dankbar. Wenn einer von euch irgendwie hier sich in Italien schon voll auskennt, schreibt das gerne in Kommentarfeld. Ja, das war ein ganz kurzes Video. Und jetzt gehe ich rein. Wird mir kalt. Bis demnächst. Tschüss.